Hallo, mein Name ist Singa Wingerova. Ich bin Gründerin des Unternehmens Endlich wieder frei. Und wie versprochen, mache ich heute ein Video zum Thema Inspiration. Träumen, Ziele setzen und begeistert sein. Wie, wo können wir diese Energie anzapfen, diese Energie bekommen? Ich habe jetzt 7 Punkte und 7 Möglichkeiten, wie wir uns inspirieren lassen können. Wenn du weißt, was du ungefähr willst, dann brauchst du noch einen Funken, damit du inspiriert wirst, damit du diese schöpferische Kraft bekommst. Und die erste Möglichkeit ist, die erste Quelle ist Lesen. Nicht nur Bücher, sondern auch Zeitungen, manchmal sogar Werbung, die gut gemacht ist. Alles, was du liest, kriegst du ja Bilder. Und sobald du Bilder im Kopf bekommst, bist du mit dem Schöpfer in Verbindung. Du bist in der Schwingung der Inspiration, in der Schwingung der Schöpfung, in der Schwingung, in der du was kreieren kannst. Und du kriegst natürlich, bekommst einen Energieschub, den du nutzen kannst. Zweiter Punkt sind Kontakte, Kommunikation mit anderen Menschen. Denn jeder Mensch ist eine Inspiration. Zum Beispiel, vielleicht kennst du das Buch Denken wie Leonardo da Vinci. Ich empfehle dir dieses Buch. Ich werde eventuell noch ein Video machen über gute Bücher. In diesem Buch wird es erklärt, wie dieser große Meister gedacht hat. Er hat Menschen auf keinen Fall in Schwarz und Weiß eingeteilt, schlecht und gut oder sonst was. Er konnte von jedem Menschen diesen Funken, diese Inspiration nehmen. Und das ist der Weg. Menschen sind kleine Lichter, die dir auch Inspiration geben können. Besonders natürlich Menschen, die interessant sind, die kreativ sind, die selber diesen Funken in sich haben. Nummer 3, lernen. Man hat festgestellt, dass Menschen, die nichts lernen und sich nicht weiterentwickeln, auch keine kreativen Ideen mehr kriegen. Es ist normal. Das Gehirn braucht Nahrung, um die Ideen zu kreieren. Nummer 4, reisen. Natürlich. Wir müssen unseren Horizont breiter machen. Und jede Reise zeigt uns, die Welt kann auch anders sein. Zum Beispiel in China gelten Tomaten als eine Frucht und die werden mit Zucker gegessen. Und wenn man so sieht, dass die ganze Welt vielleicht ganz anders funktioniert, dann denkt man, warum nicht so? Warum ist das nicht so? Das kann doch auch so sein. Und dein Weltbild wird wie ein Mosaik. Mit vielen Farben, mit vielen Formen. Und nicht mehr statisch, sondern in Bewegung, in dieser kreativen Bewegung. Reisen geben uns buchstäblich diese frische Luft. Unsere Fantasie reist immer mit. Und das ist das. Nummer 5, Kunst, natürlich, Kunst, egal was, Musik, Malerei, alles Mögliche, was mit der Kreativität direkt zu tun hat, natürlich, da sind wir direkt am schöpferischen, kreativen Kanal, da haben wir eine direkte Verbindung zu dem größten schöpferischen Sein, Umgebung, deine Umgebung hat eine Schwingung. Wenn du dich mit negativen, stets nörgelnden Menschen umgibst, woher kriegst du deine Inspiration? Woher? Diese Menschen haben eine sehr schwere Schwingung, die sehr weit entfernt ist von diesem leichten, schöpferischen. Du brauchst eine entsprechende Umgebung, die dich auf diese Schwingung weiter hinbringt. Du brauchst diese bestimmte Schwingung,
damit du selber die Inspiration bekommst und zum Schöpfer wirst. Und Nummer 7, du brauchst Meister und Vorbilder. Nicht um die nachzumachen, um Gottes Willen, sondern weil diese Menschen haben schon genau die Schwingung, die du brauchst, um schöpferisch kreativ zu sein, um deine Inspirationen zu bekommen für das, was du willst, für dein Leben willst. Meister braucht man nicht, um das Gleiche zu machen, was die gemacht haben oder was die machen, sondern nur, um sich auf diese Schwingung einzustimmen. Allein die Präsenz von so einem Menschen erhöht deine Schwingung und zeigt dir den Weg zu dir selbst, eigentlich zu dir selbst, zu deinem höheren Ich, zu deinem schöpferischen. Und da sind einige Inspirationsquellen für dich, damit du immer voll Ideen bist, damit du was ganz Besonderes erschaffen kannst auf dieser Welt. Und unsere Welt, die neue Welt, die jetzt kommen wird, und ich spüre diese neue Renaissance, die wird Menschen brauchen, die neue Ideen, neue Technologien, neue Gedanken, neue Existenzformen kreieren. Also die brauchen diese neue Zeit, diese Renaissance braucht dich mit deiner Inspiration, mit deinen Ideen, mit deinen Talenten, mit deiner neuen Weltanschauung, mit deinem Potenzial, mit deiner Energie, mit deinem Glauben, mit deinem Selbstwert, mit deiner Selbstliebe und mit deiner Freude am Leben, mit deinem Glücklichsein, frei glücklich sein, mit deinem Ja, ich lebe, und ich liebe dieses Leben. Okay. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib inspiriert. Kreier was. Helfe diesem Planeten, in eine neue Zeit reinzukommen. Helfe diese Renaissance schneller praktisch Wirklichkeit werden. Bis zum nächsten Video. Deine Inga. New day will begin.